Und der Braun lebt natürlich noch, ja, mit seinem Sohn, und die sind immer noch zusammen. Manche Sachen sind einfach so geblieben, wie sie waren. Und ich bin letztens die Ruppiner Chaussee hoch, dieses eine Straßenstück bis vorne zum alten Fritzen hin. Das hatten sie ja, ach, Jahrzehnte gesperrt. Ja, konntest du ja nicht durch. Jetzt ist es wieder frei, aber das Schild ist noch da, dass das nur für Anwohner ist. Aber du siehst auch, dass es nicht viel befahren ist, weil halt auch jetzt, wo der Herbst vor der Tür steht, das Laub überall rumliegt. Ja. Und da habe ich dieses eine Lokal gesehen, wo auch gefeiert mal wurde. Keglerterrassen, glaube ich. Oder Keglerheim. Naja, da haben wir. Ich überlege gerade, ob wir im Keglerheim die Hochzeit von Herbert und Karin gefeiert haben.